Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Albenrevue. Und heute möchte ich über ein Album der britischen Band Soft Machine sprechen. Und zwar das Album mit dem eindeutigen Titel Five or Fifth. Und ein wenig darüber plaudern. Nun ist es so, dass Soft Machine häufig mit dem vor allem mit ihrem Album Third, mit ihrem Doppelalbum Third assoziiert wird, das ja als dieser Meilenstein des Canterbury Prog Rock und Psychedelic Rock angesehen wird. Und das ist ein heftiges Doppelalbum und eine herbe Mischung aus Jazzrock und Avantgarde und Prog Rock. Und stellenweise kann es auch sehr lärmig sein und hat eine Menge Post-Bop und Free-Jazz-Elemente und Elton Dean. Wringt da alle möglichen herben Klänge aus seinem Saxophon heraus. Und als Einstiegsalbum würde ich das vielleicht gar nicht empfehlen. Es ist ja de facto ein Doppelalbum, wo jede der vier Seiten nur einen Track drauf hat. Und ich denke mal, die Band hat sich ab dem Augenblick auch ein wenig in Bewegung gesetzt und abgesehen von verschiedenen Änderungen des Lineups begann sich auch die Musik zu wandeln. Und das darauffolgende Album war Fourth. Die nannten all ihre Alben für eine ganze Weile nur nach Nummern. Und ich würde sagen, das ist ein deutlicher Schritt in Richtung Jazz Fusion. Aber für meine Ohren noch ein bisschen lärmiger. Es hat diese nervöse, fast fieberhafte Dichte und diesen eben energetischen, sehr freizügigen Stil von Elton Dean am Saxophon. Und somit muss ich sagen, dass für Third und Fourth ich schon auch ein bisschen in Stimmung sein muss, um mich sozusagen dieser Herausforderung zu stellen. Was aber nichts daran ändert, dass das durchaus auch eine großartige musikalische Erfahrung ist und dass epochale Alben sind. Aber ich wollte ja über Fifth reden. Und dazu habe ich mir hier einige Notizen gemacht. Also wenn ich immer so verschlagen zur Seite gucke, dann weil ich gerade nicht weiß, was ich sonst sagen sollte. Nach dem vierten Album verließ der berühmte Schlagzeuger und Sänger Robert Wyatt die Band und gründete die Gruppe Matching Mole, die wie so eine Art ferner Cousin von Soft Machine fungierte. Und das Lineup zu diesem Zeitpunkt war Mike Rutledge an den Keyboards, der genannte Elton Dean am elektrischen Rhodes Piano und am Alto Saxophon und Hugh Hopper am Bass. Und so begann eine Suche nach einem Schlagzeuger. Und auf der Suche nach einem Drummer fand man zuerst den extrem energetischen und eruptiven Phil Howard. Das hielt allerdings nur einige Monate. Doch das Material, das man mit ihm aufnahm, deckte nur eine Plattenseite ab. Im darauffolgenden Jahr, also sprich in 1972, wurden die Aufnahmesessions dann fortgesetzt, aber diesmal mit dem Schlagzeuger John Marshall, der einen sichtlich strafferen Stil hat, der deutlich mehr die Progressive-Rock-Seite der Band reflektiert. Und John Marshall kam frisch von der Band Nucleus. Interessanterweise beließ man es auf dem Album dann so, dass auf der A-Seite Phil Howard trommelt, während auf der B-Seite John Marshall das Schlagzeug besetzt. Das hier ist also ein Album, dessen A-Seite in 1971 aufgenommen wurde und die B-Seite in 1972. Ich könnte da jetzt nicht den einen über den anderen stellen. Es stimmt schon, dass bei meinem musikalischen Geschmack ich vielleicht eher zu dem enger spielenden Drummer wie John Marshall tendiere, mit viel präziserer Technik. Allerdings habe ich absolut nichts gegen diesen explosiven und freizügigen Stil von Phil Howard, was meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut zu Soft Machine passte. Hinzu kam noch Roy Babington, der Kontrabass spielte, also auch klassisch mit dem Bogen. Und auch auf diesem Album allerlei Improvisationen hinzufügte. Und das sind dann aber auch sehr aufregende Passagen, die der Musik zusätzlich immer noch diesen Progressive Rock Anstrich geben. Das Album hat
wie die vorangegangenen Alben zu weiten Teilen immer noch keinen Gitarristen. Das Soundkonzept von Soft Machine war eben ein bisschen anders. Da war es halt so, dass im linken Kanal man meistens Rutledge an seiner Lowry-Orgel hörte, während man im rechten Kanal eben Elton Dean am Rhodes-Piano hörte. Und das war sehr komplementär und erschuf eigentlich einen großartigen Sound, also diese musikalischen Duelle, die man da ständig zwischen der Lowry-Orgel und dem Rhodes-Piano hört, sind sicherlich ein Teil der stimmungsvollen, faszinierenden DNA von Soft Machine. Bis sie dann Bundles aufgenommen haben mit Alan Holdsworth an der Gitarre, aber das ist ein anderes Thema. Die Lowry-Orgel von Rutledge, die hatte einen ganz besonderen und sehr ungewöhnlichen Sound. Die Orgel selber hatte zwei Tastaturen und Rutledge erschuf dort diesen krätzigen, leicht krätzigen, fast knarzenden Sound, der einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat und der zwar auf eine gewisse Art so seltsam kaputt klingt, aber auch extrem unwiderstehlich ist und wo man nach einer Weile richtig süchtig nach diesem Orgelsound wird. Und ich finde die Solos von Rutledge mal hervorragend. Und das war für mich stets ein wichtiges Merkmal von Soft Machine und einer der Gründe, warum ich die Band so gerne höre. Somit, der Sound hier hatte sich dann seit Third und Fourth durchaus sehr verändert und die Musik ist nun viel luftiger, der Sound ist aufgebrochen, da ist also nicht mehr diese Dichte und Enge der vorangegangenen Alben, was aber der Musik durchaus auch gut tut und ich würde sagen, dass hier auch natürlich interessante und relevante Einflüsse eine Rolle spielen. Der modale Jazz-Fusion-Sound eines Miles Davis und eines Herbie Hancock oder von Mahavishnu war da endgültig bei Soft Machine angekommen. Plötzlich ist da eine Menge Raum zwischen den Instrumenten und viele Stücke besitzen Elemente von Proto-Ambient und grundsätzlich diese erforschende Atmosphäre. Die lärmigen Momente kehren auch nochmal zurück, doch oft nur als sehr kurze Cues, kaum länger als 15 oder 20 Sekunden, sofort aufgelöst in diesen mysteriösen Jazz-Sound, der dieses Album so dominiert. Zu meinen Lieblingstracks würde ich sagen, dass das Stück Drop, geschrieben von Rutledge, dazu gehört. Es ist ein 8-minütiges Stück am Anfang, das erstmal mit diesem Proto-Ambient-Sound beginnt und dann durch diese launischen Jazz-Passagen sich in so einen treibenden Jazz-Fusion-Track verwandelt. Dann ist dort ebenfalls von Rutledge geschrieben ein Stück mit dem Titel As If. Das ist ein düsterer, dunkler Sound, der mir sehr gefällt und der ein bisschen an Mahavishnu erinnert und ein bisschen an King Crimson. Auch tolle Momente dabei mit Roy Babington am Kontrabass. Also das ist super atmosphärisch und sehr stimmungsvoll. Es gibt einen Track, ebenfalls von Rutledge geschrieben, mit dem Titel Piggling Bland. Und das ist einfach ein tolles Stück mit einem tollen Jazz-Funk-Vibe und sehr, ich würde sagen, sehr zeitgemäß, da tief im Anbruch der 70er Jahre. Ein totales Highlight auf diesem Album ist ein Track mit dem Titel Bone. Das ist ebenfalls experimentiert mit Proto-Ambient und hat sogar diesen einzigartigen Fourth World Sound, also lange bevor Fourth World überhaupt als Begriff in Erscheinung getreten ist. Es ist fast schade, dass Bone ein Track ist, der nur 3,5 Minuten lang ist, weil ich könnte dieser Atmosphäre gerne auch 10 Minuten zuhören. Das Album ist damit vorbei. Die CD-Version und die Reissues hatten auch oft einen Bonus-Track dabei, der eine andere Version des Openers All White ist, also des eigentlich ersten Tracks auf diesem Album. Diesmal aber super jazzig und um dieses hypnotische Bassmotiv kreisend. Wie ist nun dieses Album einzuschätzen? Nun, die Kritiken seiner Zeit waren extrem lauwarm und nicht unbedingt freundlich. Die
zwei Alben zuvor, also 3 und 4, hatten deutlich mehr Lob von den Kritikern eingeheimst. Aber für mich beginnt eigentlich erst hier bei dem Album Nummer 5 die Passion für Soft Machine. Deswegen denke ich, dass es ein sehr, sehr gutes Einstiegsalbum ist, um sich mit der Band zu beschäftigen. Ich finde die Musik hier sehr abenteuerlustig, ohne unnötig krachig zu sein. Interessant finde ich auch den Vergleich zwischen der A-Seite und B-Seite. Also sozusagen Phil Howard am Schlagzeug und John Marshall auf der B-Seite am Schlagzeug. Das ist eine interessante Art, das konzeptionell gegeneinander zu vergleichen. Wie gesagt, ich mag an diesem Album vor allem die Tracks Drop und Bone wegen ihrem atmosphärischen und evokativen Sound. Und es ist für mich grundsätzlich der Beginn einer Reihe aus mindestens 4 Alben, also 5, 6, 7 und dann Bundles, die ich für sehr großartig halte. Und das ist für mich so das Kernland von Soft Machine, wenn ich mir mal Soft Machine anhören möchte. Somit gebe ich hier guten Gewissens 4 Sterne für dieses Album und kann es durchaus jemandem empfehlen, der sich mal der Band mal nähern möchte, sich aber bis jetzt noch nicht getraut hat. In diesem Sinne, das war Soft Machine und ihr Album Fifth aus dem Jahr 1972. Bis zum nächsten Mal.